Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir gedacht, es im 17er waren schon sau viele Leute, die was irgendwie die Silage richtig komisch geschoben haben, irgendwie mit dem Schiebeschild absolut nicht umgehen konnten. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache mal ein Tutorial dazu. Also, erstmal Motor starten, ne? Erstmal am Anfang gesagt, das Schiebeschild verhält sich komplett anders als im 17er. Nämlich ist es jetzt wirklich ein Objekt, was an der Fronthydraulik dran ist. Und ja, was man jetzt hier so verschieben kann. Es dauert natürlich jetzt alles etwas. Und ja, also das Wichtigste ist aufklappen, ne? Und das nächste Wichtigste ist niemals so schieben, ne? Wenn der jetzt so hier reinfährt, nee, weil ihr könnt nicht mehr lenken. Ja, hört einfach auf damit. Ach übrigens, ich bin gerade im Multiplayer. Die Silage wurde gesponsert von Alec. Deswegen leckt das hier ein bisschen. Also, das Schiebeschild, halt die von der Fronthydraulik ganz runter. Und dann müsst ihr mit dem Oberlenker arbeiten. Halt nach hinten drücken, so lange, bis es aussieht, als würde das Schiebeschild, halt sobald das Schiebeschild leicht anhebt, dann ist es perfekt. Jetzt könnt ihr schieben. Ja, jetzt könnt ihr reinfahren. Jetzt könnt ihr perfekt das Zeug aufschieben. Ne? Wie gesagt, ich bin im Multiplayer, es leckt. So, dann halt ranschieben. Dann den Oberlenker und alles anheben, nach hinten nehmen. Und dann zurück rausfahren. Ja, dann ist das so. So, das gleiche auch mit dem nächsten. Wieder nach unten. So macht man nach unten. Wie gesagt, es leckt. Alec hat Bambus. Ich kann ja mal kurz hier. Ich habe einen Ping von 80, also 80. Also über eine Sekunde ist das verzögert, ne? Also hier gerade nach unten. Dann könnt ihr reinfahren und schieben. Ne? So viel dazu. Jetzt das Wichtigste ist dann am Ende die eine glatte Silagedecke machen, ja? So. Ich möchte nicht noch einmal sehen, so wie im Chellington-Projekt, dass das so richtig verknattert hier oben aussieht. Ich will eine schöne glatte Kante hier haben, ne? Ihr seht, ihr habt gesehen, jetzt ist da eine schön glatte Kante entstanden, ne? Das möchte ich auch immer haben, danke. Wenn ich das noch einmal sehe, du. Ich werde fuchsteufelswild. Also, ihr nehmt dann einfach, ihr geht runter. Nach unten, das andere unten. Muss mich selber noch ein bisschen daran gewöhnen, dass das so langsam geht irgendwie. Vorne kippen, so. Jetzt rein hier. Und dann geht's hoch. Und dann eine schön glatte Kante machen. Ne? Ich fahr mal von der anderen Seite ran, da sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Bisschen Offroad hier fahren. So, hier ist ein bisschen mehr Stoff, da sieht man das vielleicht besser. Plumps. So, wieder runter. Schiebeschild glatt machen. Ja, das passt. Und rein da. So, dann schiebt das schön glatt, weil wie gesagt, bin im Multiplayer, das ist ein bisschen tricky hier. Weil Alex sehr starkes Bambus hat. Und ja, dann kann man hier eine schöne Silagedecke machen. So, jetzt ganz wichtig zum Schluss. Solltet ihr denken, das Silo ist voll, ja, ist voll. Dann schnappt euch, geht nochmal an die Kante, schnappt euch nochmal einen dicken Haufen hier. Schnappt euch nochmal so einen dicken Haufen, genau, macht das Schiebeschild vorne schön voll. Harten auf und so. Dann, wenn ihr hier oben seid, seht ihr schon, da es geht ein bisschen voll. Macht das Schiebeschild dann ganz hoch und fahrt einfach nochmal ein bisschen drüber und kontrolliert, ob wirklich eine saubere Oberfläche da ist. Damit ihr auch wirklich 100% aus dem Silo rausholt, ne? Weil hier seht ihr die Kante, die ploppt auf. Genau. Genau. Aber ich glaube, das weißt du sogar schon, ne? Habe ich noch mehr zu sagen? Ja, genau. Ihr könnt natürlich auch noch andere Traktoren nehmen. Ich habe jetzt hier einfach mal den Case genommen, einfach so. Könnt natürlich auch den, zum Beispiel hier den Valtra nehmen. Oder vielleicht sogar hier Großtraktoren. Hier mit Rückfahreinrichtung halt. In 900er Fendt mit Rückfahreinrichtung oder 1000er. Hat er auch Rückfahr? Ne, der hat keine Rückfahreinrichtung. Okay. Die beiden hier vielleicht mit Rückfahreinrichtung könnt ihr nehmen.
Und das Schiebeschild dann quasi hinten anhängen mit Rückfallenrichtung bedeutet, ihr fahrt dann eigentlich die ganze Zeit so, und wenn ihr Gas gebt, oder halt wenn ihr, ja, wenn ihr Gas gebt, fahrt ihr dann immer so. In der Außenansicht kann das aber verwirrend sein, ne? Also da muss man sich dran gewöhnen. So, noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ne? Ja, ich kann da gerne nochmal durchgehen. Hier nach unten. Nach vorne kippen. Und reingefahren. In den Haufen. Halt, wie gesagt, Multiplayer ist sehr tricky. Aktuell. Weil Alec hat sehr großes Bambus. Ne? Und dann hier kann man schön eine Decke schieben. Ne? Ihr seht schon, ich habe hier schon jetzt wieder ordentlich weiter nach vorne geschoben. Ne? Und ja. Ich habe übrigens beide Reifen mit Radgewichten dran. Beim Silage-Schieben empfehle ich immer Radgewichte und hinten ein ganz dickes Gewicht. Wegen dem Verdichten. Ne? Natürlich ist die Aufgabe eines Schiebers hier nicht nur glatt zu schieben, sondern auch zu verdichten. Und das hier. Hier ist noch ein bisschen wenig Silage, um jetzt quasi die Decke anzufangen. Ich wollte jetzt einfach nur nicht komplett alles voll machen hier. Normal erstmal immer glatt schieben, ne? Dass quasi die Fahrer, die reinkommen, immer ohne Probleme drüber fahren können und abkippen können, ne? Dass ihr quasi immer guckt, ja, dass es quasi wie hier immer glatt ist, ne? Dass hier nicht plötzlich einmal so ein riesen Hubbel ist, sondern einfach dann über den Hubbel drüber schieben, ne? Dann so ungefähr. Bin ich durch den Bogen gebackt? Dann immer einfach. Hallo? So. Immer einfach so. Glatt, kann man es ein bisschen nach oben, oder kann man dann ganz nach oben tun und so. Ein bisschen, obwohl nicht ganz nach oben, so halb nach oben, und dann kann man so drüber fahren und dann schiebt man das schön glatt, ne? Dann ist unten genügend Platz noch, damit das Zeug irgendwo hin kann. Und aber jetzt schiebt es trotzdem etwas breiter und, ne, schöner. Ja, aber ansonsten wäre es das, glaube ich, von meinem Video zum Silage richtig schieben. Mal Lichter machen. Ja, man könnte das Ganze natürlich auch in Ändern sich versuchen. Genau, eins wollte ich noch gucken, wenn ich hier vorne irgendwas bewege, bewegt sich dann hier ein Knopf oder so? Nee, ne. Schade. Na gut, aber ja. Kann man hier rein donnern halt, wie gesagt. Hoppala, hoch. Und saubere Kante machen. Jetzt habe ich sie zwar wieder versaut, aber egal. Jo, so, ich hoffe, ihr habt dort alle jetzt was gelernt. Ich hoffe, ich sehe jetzt bei Multiplayer-Projekten nicht mehr Leute, die ganz komisch schieben. Und wehe, ich sehe irgendeinen, der so ins Silo fährt. Dir Instant Bann, Alter. Nein, Spaß. Aber natürlich aufpassen, nicht so fahren, weil dann könnt ihr nicht mehr lenken, ne? Macht das bitte nicht. Macht das bitte einfach nicht. Danke. Im 17er gab es einen ganz einfachen Trick, nämlich musste man nur ganz nach unten und ganz nach hinten machen. Oder nee, ganz nach unten. Nee, doch, ganz nach unten und ganz nach hinten. Dann war das perfekt, aber jetzt ist es nicht mehr so. Ne? Habe ich mir auch zuvor schon gewundert, aber na. Wie gesagt, jetzt ist es wirklich etwas, was an der Fronthydraulik hängt. Und ja, dadurch bewegt wird. Und kein Arm mehr, der was da irgendwie hin und her tunnelt. Gut. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.